Lost in the silence, a podcast unknown, movie compart, a world of its own, spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, movie compart shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright. Diving deep into movies with all their might. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na log, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal bitter aus, die Turtle-Jungs holen dich da raus. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Ja, hallo meine Lieben. Das war jetzt unschwer zu erkennen, ne? Die Titelmelodie, das Intro von der alten Teenage Mutant Hero Turtles Serie, damals noch Hero Turtles, nicht Ninja Turtles. Ja, darum soll es heute gehen, um den ganz, ganz neuen Film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, zusammen mit meinem Sohn Bela. Aber ich will nicht vorgreifen, es ist ein kurzes, aber knackiges und echt cooles Gespräch geworden. Und damit eröffne ich dann die Herbstsaison 2023. Also viel Spaß, meine Lieben. Hallo, liebe Leute. Es gibt mal wieder eine neue Folge vom Movie Compart. Ja, ja, ja. Und ich bin nicht alleine. Ich muss nicht alleine sprechen. Ich habe jemanden, der hilft mir dabei. Und wer ist heute wieder dabei? Bela! Richtig. Bela, mein Sohn, ist da. Und wir haben was im Kino geguckt und das fanden wir ziemlich toll, oder? Ja. Mhm. Und das wollen wir besprechen. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Genau, der ganz nagelneue Film über die Teenage Mutant Ninja Turtles. Wer kennt sie nicht? Ne? Ja. Und wer sie nicht kennt, dem werden wir erstmal ein bisschen kurz eine Einführung geben. Was sind denn die Ninja Turtles überhaupt? Also die Ninja Turtles sind so vier Brüder, also so kleine Babyschildkröten waren das, die in so einen Kontakt mit Mutter Gen gekommen sind und jetzt vier Ninja-Schildkröten sind, die gegen den Foot Clan kämpfen. Ja, genau, gegen Shredder und andere Bösewichte. Also genau, das sind eigentlich normale Schildkröten gewesen, aber durch dieses Mutagen, dieses Us, wie man auch mal das nennen mag, diese komische Flüssigkeit, sind sie mutiert und sind richtig intelligent geworden und haben dann auch noch Ninja-Fähigkeiten erlernt. Und von wem haben sie die gelernt? Von ihrem Vater Splinter, der auch mutiert wurde, der eigentlich eine Ratte war. Genau, und also der ist nicht wirklich ihr Vater, sondern er hat die Schildkröten aufgenommen, die haben ihn so leid getan ein bisschen, ne? Und dann ist er auch in Kontakt mit diesem Mutter gegengekommen und dann ist er halt auch zum Schildkrötenmensch geworden, sowas in der Art. Ne? Nein, das war eine Ratte. Ja, meine ich ja, Ratte. Jetzt rede ich schon voll durcheinander. Egal. Genau, da gibt's dieses Franchise von den Ninja Turtles, das ist eigentlich weltbekannt. Da gibt's kaum jemand, der noch nichts von denen gehört hat. Die gibt's auch schon ganz lange. Ja. Weißt du denn, wann die erste Serie rauskam? 1987. Und es gab auch schon früher Comics von den Ninja Turtles, die erschienen noch früher, 1984. Genau, da ist es entstanden. Von zwei ich glaube, Amerikaner waren das. Ich weiß jetzt die Namen nicht mal, die habe ich gar nicht parat, aber okay, ganz kurzer Einschub. Die beiden Comiczeichner, von denen hier die Rede ist, heißen Kevin Eastman und Peter Laird. Und der
Peter Laird hat dann später alles übernommen. Der andere hat sich dann rausgekauft irgendwie oder hat seine Anteile verkauft. Und der hat es dann ganz lange weitergeführt, der Peter Laird, und hat es dann 2009 dann schließlich für 60 Millionen Dollar, so viel war das inzwischen wert, an Nickelodeon verkauft. Und seitdem haben die halt das Heft in der Hand. Aber die beiden Comiczeichner sind da natürlich weltberühmt geworden. Und jetzt weiter im Podcast. Es waren halt so Underground-Comics, die waren auch in Schwarz-Weiß. Mhm. Und so ein bisschen so die härtere Gangart und gar nicht so sehr für Kinder. Aber im Laufe der Zeit ist es was geworden, was immer kindertauglicher geworden ist. Diese erste Ninja-Turtle-Serie, die lief ganz schön lange, ne? Ja, bis 1995. Und krass, ja. Ich hab auch... Ja? Was hast du auch? Es gibt noch... machen wir einfach weiter. Es gibt noch mehr Serien und auch mehr... es gibt dann auch Filme... die ersten Filme sind rausgekommen 1990, genau. Und 1991 und 1993. Genau, die heißen einfach Ninja Turtles 1, 2, 3. Hm? Nein, der zweite Teil heißt Teenage Mutant Ninja Turtles 2, das Geheimnis von den U's. Ah, okay. Und ja, und also ich kenne nur die ersten beiden von denen, den dritten habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Und ich habe gehört, der dritte soll nicht so gut sein, aber ist mir jetzt auch wurscht. Irgendwann gucke ich mir den trotzdem nochmal an. Dann gibt es eine weitere Serie von 2003, glaube ich, ne? Ja. Und die, wie findest du die? Da ist es alles schon, sieht wieder ein bisschen anders aus vom Style her, ne? Und da sind die Ninja Turtles auch ein bisschen erwachsener aus, so als ob die gar keine Teenager mehr wären. Genau, diese Serien sind übrigens alle gezeichnet, ne? Mhm. Obwohl nicht alle, die nächste Serie, nämlich von 2012, die ist die erste Animationsserie von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Und, ich habe doch gar nicht gesagt, bei der allerersten Serie wurden die noch Hero Turtles genannt, weil die da dachten, dass Ninja noch zu brutal wäre für die Kinder. Genau, da haben sie die Hero Turtles genannt. Und in der deutschen Fassung, muss man sich mal vorstellen, da der Titelsong wird gesungen von Frank Zander. Das ist so ein komischer Sänger, ich glaube, der lebt immer noch, der ist schon uralt. Und der sagt dann immer so, oh, die Ninja Turtles. Jeder, der Frank Zander kennt, weiß, dass es voll schräg ist. Hero Turtles. Ja, stimmt, Hero Turtles, sorry. Genau, aber dann haben wir die Serie von 2012, die finde ich übrigens ziemlich geil. Ja. Da ist der Style wieder noch ein bisschen anders und auch die Story haben sie nochmal geändert. Da ist sozusagen der Splinter, der Vater von denen, der ist nicht eine Ratte, die mutiert ist, sondern der war ein Mensch und der hat gegen Shredder, das ist so ein Bösewicht, gegen Shredder. Hat er gekämpft, weil der seine Frau haben wollte und dann ist die Frau gestorben und er dachte, das Kind ist auch gestorben, aber das Kind hat der böse Shredder mitgenommen und hat die aufgezogen. Ja. Und zwar hieß die Karai. Genau, stimmt, du kannst dich sogar an den Namen erinnern. Ja, und dieser, der Splinter, der ist dann sozusagen ein Mensch gewesen, der durch dieses komische Us dann zu einem Rattenmenschen mutiert ist. Also andersrum. Nicht von Ratte zu Mensch, sondern von Mensch zu Ratte. Hm. Okay, so eine Freiheit nimmt man sich halt einfach mal. Und was wir nicht vergessen dürfen, in diesen ganzen Serien und Filmen, da gibt's immer auch eine Frau und die heißt... April O'Neil. Genau, das ist eine Reporterin. Am Anfang war die noch so eine Hackerin, Computer... in den ersten Comics war die noch so ein Computer-Nerd irgendwie. Und dann haben sie aber auch ihre Reporterin gemacht, die immer irgendwelchen Geheimstorys hinterher kommt. Und die lernt dann die Turtles kennen und die werden Freunde. Ja. Yep. Genau. Und dann erstmal noch voll erschrocken, so lebende, also Schildkröten, die sprechen können. Und die Ninja sind auch noch. Die haben alle so verschiedenfarbige Masken auf. Und wir müssen erstmal erklären, die vier, wie heißen die überhaupt? Ja. Und zwar, die sind nach russischen Renaissance-Malern benannt. Nicht russisch, italienische Renaissance-Maler. Und? Glaube ich. Ne? Die heißen? Der mit der orangenen Maske ist Michelangelo. Der mit der lilanen Donatello. Der mit der roten Raphael. Und der mit der blauen Leonardo. Genau, das sind alles die Namen von berühmten Malern. Ja. Und jeder hat auch seinen ganz eigenen Charakter. Donatello war eigentlich kein Künstler oder Maler so, der war ja so eine Art Bauer oder doch sowas. Ich weiß nicht, Donatello stimmt, ist der einzige, wo mir jetzt auch nicht direkt einfällt, dass ich, Leonardo ist natürlich benannt nach Leonardo da Vinci, einem berühmten Maler und Erfinder von vor zig hundert Jahren. Michelangelo war auch ein Maler. Raphael ist auch ein ganz berühmter Maler aus dem 16. Jahrhundert oder sowas. Und ja, Donatello
Da fällt mir eigentlich nur der Name Donatello Versace ein. Das ist so ein komischer Modedesigner gewesen. Na, ist egal. Auf jeden Fall haben die alle komische Namen. Mhm. Und dann gibt's ja noch den einen Typen, der heißt, der denen so hilft. Wie heißt der mit dieser Hockeymaske? Der hieß, verdammt, wie hieß der nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen von denen. Ist egal. Auf jeden Fall, der ist auch noch mit dabei. Und der ist dann auch mehr oder weniger ein Kumpel von denen und der hilft denen gegen den bösen Foot Clan. Und da gibt's ja auch noch diese Außerirdischen, ne? Ja. Die so die aussehen Gehirne. Wie... Gehirne! Das sind außer... Sind auch Gehirne. Das sind einfach nur Gehirne. Und damit, die in Roboters leben, die die Turtles vernichten. Ja, ja, und die ganze Welt übernehmen wollen oder so. So ganz schräg ist das alles. Und es gibt auch den Bösewichten Shredder. Ja, der hat so eine komische Maske auf und überall so Stacheln. Und das ist irgendwie so ein komischer... Ja, Typ, der dann auch so eigene Mutanten erschafft, ne, mit diesen Mutagen. Es gab auch diese Realfilme von 2014 und 2016. Stimmt, die darf man nicht vergessen, von Michael Bay, dieser Regisseur, der so irgendwie immer so voll die Action-Blockbuster macht und der hat sich die Turtles vorgenommen. Und ich muss sagen, diese beiden Filme finde ich gar nicht schlecht. Die waren aber nicht so erfolgreich. Aber ich habe trotzdem gehört, dass jetzt, 2023, sozusagen, es gibt Pläne, da doch noch einen weiteren Film zu machen. Das wusstest du auch noch nicht, ne? Nee. Und da in diesen Filmen, da sind die gar nicht so wie, da sehen die riesig, sehen fast wie Monster aus. Sehen richtig eklig aus. Voll die Muskeln. So richtig realistisch, Masken zerrissen. Ja, ja, genau. Und die sind, also, die sind computeranimiert, obwohl es ein Realfilm ist. Mhm. Und die, ich finde, die sehen richtig gut gemacht aus eigentlich. Und die Action in den Filmen ist auch ziemlich cool. Ja, eigentlich schon. Und dann ist noch, wie heißt die nochmal? Die April O'Neil wird von irgendeiner Schauspielerin gespielt, die ich total cool finde. Mir fällt jetzt gerade ihr Name nicht ein, aber so eine dunkelhaarige. Also da sieht die April O'Neil wieder ganz anders aus. Die ist ja vorher rothaarig, ne? Mhm. Und da ist sie dann dunkelhaarig. Eigentlich ist sie in den realistischen Filmen sogar blondhaarig. Blondhaarig? Nee, die hat doch dunkle Haare. Nein, in den Zeichentrickfilmen hat sie dunkle, so rote Haare. Okay. Verstehe, was du meinst. Genau, wir waren 2003, 2012. Dann gibt's noch eine Serie von 2018. Ja. Da sind die so ein bisschen... Der Stil wieder ganz... Ja. Nochmal krass geändert. Auch da sind die so komisch kantig und so. Auch wieder eine Zeichentrickserie. Und da hat sogar Leonardo... so irgendwie unter seiner Maske rote Vierecke geschminkt. Okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber die Serie hast du mehr geguckt als ich. Die ist auch nicht so schlecht, ne? Oder? Was sagst du dazu? Also eine 8 von 10. Okay. Und zu dieser Serie gibt's jetzt ganz neu von 2022 gibt's bei Netflix einen Film. Wo sie die Serie nochmal... Sieht zwar genauso aus, aber es ist so eine Art Fortsetzung von der Serie. Ja, genau. Auch nicht schlecht. Aber dann kommen wir jetzt zum aktuellen Film, den wir eigentlich besprechen wollen. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem 2023. Jawohl. Da haben wir uns schon lange drauf gefreut auf den Film und der ist auch wirklich krass. Was sagst du denn zu dem Style von diesem computeranimierten Film? Der ist richtig gut. Ja, alles ist voll bunt und alles sieht auch so aus, als ob es gezeichnet wurde. Und die hatten, ich habe dann so Makings oft gesehen und die haben gesagt, sie hatten wirklich vor... Die haben den Künstlern, die designt haben, haben die gesagt, geht da ran wie Kinder. Versucht so richtig wie Kinder das zu malen auch so. Und der Film ist wirklich, also was die Optik angeht, bombastisch. Ja, wirklich krass. Also erinnert so ein bisschen an die aktuellen Spider-Man-Filme, ne? Diese animierten Spider-Man-Filme, Spider-Verse und Across the Spider-Verse und wie die heißen, ne? Und aber noch ein bisschen abgefahrener. Also wirklich das... richtig cool. Und der Film selber ist auch total lustig. Und sie haben sich wieder komplette Freiheiten genommen und haben wieder die Story ein bisschen geändert. Ja, also es geht darum, also es ist halt diesmal so, dass Meister Splinter eine Babyratte war, die dann die Turtles gefunden hat in diesen U's, dann auch was davon abbekommen hat, mutiert wurde zu einer Menschenratten-ähnlichen genau. Form. Und da lernen sie die Ninjutsu-Techniken lernen sie aus dem Fernsehen, ne? Mhm. Die gucken dann immer Videos, die gucken YouTube-Videos auch, ne? Ja. Und lernen so diese Ninja-Fähigkeiten. Das ist ein bisschen witzig. Also in den Film geht's eigentlich genau zu sagen darum, dass halt die Ninja-Turtles nicht mehr immer in der Kanalisation leben wollen und endlich mal akzeptiert werden wollen. Ja, es sind halt richtige Teenager. Die sind ja auf jeden Fall alle so 15. Ja. Und in dem Film kommt es richtig gut rüber, dass die Teenager sind. Die Originalstimmen, die werden auch von Teenagern gesprochen. Und was sie noch gemacht haben, die haben die nicht einzeln vor Mikrofone gesetzt, sondern die haben die immer alle vier zusammen vor dem Mikro gesessen. Ne?
Das heißt, wenn die gequatscht haben, dann haben die wirklich auch viel improvisiert und haben einfach so miteinander geredet, wie Teenager das wirklich machen. Und ich fand, das kommt total gut rüber. Ja, also richtig gut. Im Original übrigens wird der Meister Splinter wird von Jackie Chan gesprochen. Und Ice Cube spricht den Bösewicht. Der heißt in dem Film... Superfly. Superfly. So eine mutierte Fliege ist das eigentlich. Ja, die Menschheit auslöschen will, dass die Mutanten über die Erde herrschen. Genau, da hat er auch so Mutantenkumpels um sich herum geschart und will irgendwie alles kaputt machen und die Welt übernehmen. Ja, und die Ninja Turtles, die treffen den erstmal, finden den erstmal eigentlich voll cool. Und als er denen aber erzählt, was er eigentlich vorhat, da ändert sich das dann plötzlich und dann finden sie das gar nicht mehr so geil. Und in dem Film wird herausgefunden, dass die Ninja Turtles gemolken werden können. Genau, und immer so ein Running Gag. Kann man Turtles melken? Kann man Turtles melken? Und tatsächlich werden sie irgendwann gefangen genommen und an so eine Maschine angeschlossen, die sie melkt und dieses Us aus ihnen rauskriegen soll, um noch mehr Mutanten zu erschaffen. Okay. Und April O'Neil ist in dem Film natürlich komplett geändert. Die ist in dem Fall schwarz, mit Rasterlocken, bisschen übergewichtig. Braune Haare. Und, ja, genau. Und man hat eine Brille auf und ist einfach nochmal total nerdig und hat immer das Problem, sie möchte gern Journalistin werden. Aber immer, wenn sie vor der Kamera steht, muss sie kotzen. Aber so richtig kotzen. Ja. Das ist ihr Problem. Sie traut sich dann deswegen gar nicht mehr, das zu machen. Richtig. Aber am Ende überwindet sie sich natürlich und kotzt nochmal, aber schafft es trotzdem. Ja, also wie gesagt, der Film ist richtig cool. Ja. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ich habe verschiedene Reviews dazu gesehen. Die meisten fanden ihn so wie ich auch gut, aber es gab auch einige, die den total schlecht fanden, die sich darüber aufgeregt haben, dass einfach die Story geändert wurde, dass April anders aussieht und dass der Stil den irgendwie nicht gefällt und dann das auch, die haben auch gesagt, ja, die Story irgendwie komisch, man kriegt die gar nicht so richtig die Charaktere von den verschiedenen Turtles mit. Aber ich finde, das muss man auch gar nicht, weil die Turtles gibt es schon so lange. Jeder weiß eigentlich, wer der Schlaue ist und wer der Lustige ist und wer der Starke ist und wer der Anführer ist. Das muss man nicht alles nochmal von vorne erzählen. Das ist wirklich für ein Publikum, was die Turtles schon kennt. Und wirklich rasant gemacht. Da gibt's Action, Explosionen, Kämpfe. Dann auch der Superfly. Wir spoilern jetzt einfach mal, weil wenn ihr den Film vorher nochmal gucken wollt, dann schaltet jetzt aus und guckt euch erstmal den Film an, weil wir spoilern jetzt erstmal eine Runde noch mehr. Der Superfly, der fällt irgendwann in Us rein, in so einen riesen Topf mit Us. Und dann wird er zu einem riesen Wal, alles Pferde als Füße. Genau. Und die Turtles, jetzt kämpfen sie mit den Mutanten gegen Superfly, aber sie versuchen den zu besiegen, indem sie das Us-Dings da oder so, die Flasche, in sein Luftrohr kriegen. Ja, irgendwie sowas, genau. Der ist halt riesig groß und stapft wie Godzilla durch die Stadt und macht alles kaputt. Und dann kämpfen sie gegen den und dann haben sie immer noch das Problem, dass sie eigentlich, die dachten immer, die Menschen haben Angst vor ihnen und so, aber als sie dann merken, dass sie kämpfen gegen diesen Bösen, dann helfen ihnen die ganzen Menschen dann auch. Und dann arbeiten alle zusammen und das ist sozusagen auch die Conclusion von dem Film, dass die Menschen und die Turtles dann alle Freunde werden und dann können sie, obwohl sie Schildkröten Menschen sind, können sie dann trotzdem in die Schule gehen, in die Highschool. In die Highschool! Yeah, und werden akzeptiert und können so relativ normales Leben leben, aber ganz am Ende von dem Film sieht man, wie plötzlich, der auch gar nicht in dem Film vorkam, Shredder kommen soll im nächsten Teil. Genau, es ist so ein Cliffhanger und man weiß, es wird hoffentlich einen zweiten Teil geben. Mit Shredder jetzt, weil der gar nicht aufgetaucht ist. Ja, die haben sich einfach nochmal die Origin-Story nochmal ein bisschen gemacht und die kämpfen ja auch in dem Film dann zum ersten Mal, ne? Die haben immer nur so geübt und haben nie einen wirklichen Kampf gemacht und dann ist es total lustig, wie sie zum ersten Mal richtig kämpfen und das auch hinkriegen. Also sie sind ganz stolz. Und der Splinter, der gar nicht so viel macht in dem Film, der eigentlich immer rumsitzt wie so ein alter Papa und den immer sagt, ihr müsst euch verstecken, die Menschen hassen euch und die wollen das nicht und ihr müsst euch immer von den Menschen geheim halten und so. Der kommt dann auch, wo die gemolken werden und befreit sie und macht dann auch so voll krasse Kung-Fu-Action. Ja, das war richtig cool. Der Film ist auch gar nicht so mega lang, der ist 100 Minuten, also 1 Stunde 40. Oh. Und das ist
finde ich für Kinder sehr viel besser geeignet als irgendwie so Spider-Man, der mit seinen 2,5 Stunden oder so, wo man, der zwar auch sehr geil ist, der Film, aber wo man echt ein bisschen Geduld mitbringen muss und das ist für Kinder manchmal ein bisschen zu lang. Ja. Und der Film ist dann auch überhaupt nicht zu lang, der ist richtig gut. Ja, ja, und insofern guckt euch den an. Ne? Und das war's mit dem Podcast von Papa und mir. Ja, über den neuesten Teenage Mutant Ninja Turtle Film. Yeah, also, schaltet euch den das an. Nächste Mal ein, wenn wir wieder einen Podcast machen über einen Film. Yeah. Ciao, Kakao. Macht's gut, bis denn. Ciao. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, using the house shell turtle power. Here we go off the green ninja teams, and see girl teams and ninja fangs. So extreme, like soon, no nesbies. Here rock with shock, shock, pizza kings. King stop these wild dudes, a zigger with a ooze, like a charge of you. Immerse on shadows to make the moves. The good guys win and the bad guys lose. Leonardo's a little loot, has in the things that taste together, ninja's food. Donatello was a fiddle, has wave machines. Ruffy yells, got a boot at the turtle team. Mikey Edgar low, he's one of a kind. He had no risk, find worse party time. No resistance, bones, and skilling mean. Had be one clean, incredible teams. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Here's at the house show. Ruffy call.